Danke, tschüss. Ich bin nicht mehr dein Chef. Ich bin jetzt Funktionär. Kannst du mir das mal merken? Aber Chef, die waren 20 Jahre lang mein Chef. Chef sagt Chef. Ja, wenn das so ist. Wieso arbeitest du heute nicht? Sollte man nach ihnen sehen. Vielleicht brauchen sie was. Ich brauche nichts. Wissen Sie, Chef, das ist so die Gewohnheit. Früher habe ich Ihnen um diese Zeit Frühstück gemacht. Wie machst du das jetzt? Ich? Wer sonst? Sie können das? Schau, dass du weiterkommst. Was haben Sie in deinem Eimerchen? Ihr Frühstück? Butter für meine Vögel. Sag mal, wo arbeitet ihr denn heute? Oben am Eulenhaus. Also. Tschüss, Kleiner. Du, warte, ich bring dich. Nicht allein. Die denken sonst, ich bin ein Papa-Kind. Bist du ja auch. Aber das braucht dir niemand. Da ist meine neue Lehrerin. Guten Tag, Mama. Hi, grüß Gott, Rita. So nennst du das, ne? Grüß dich. Und das, ist das dein Vater? Mhm. Ich habe mir gedacht, am ersten Tag bringe ich sie mal. Grüß Gott, Bombach. Mama, grüß Gott. Ich bin die Lehrerin ihrer Tochter. Wenn sie miteinander auskommen, gell, Rika? Ich hoffe, der Übergang ist für Rika nicht zu schwer. Ich glaube, wir liegen im Pensum ungefähr gleich mit ihrer alten Schule. Jedenfalls habe ich das festgestellt, als sie mit ihrer Oma hier war, zur Anmeldung. Und wenn sie wirklich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ich helfe ihr da schon. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Fein. Tja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen. Tschüss, Kleine. Tschüss. Wiedersehen, Herr Rombach. So, und dir zeige ich jetzt das Kleine. Ja. Rika, hallo. Komm mal her. Das ist die Rika. Das ist die Resi. Die Rika ist jetzt neu bei uns. Und wir beide sitzen zusammen in einer Bank. Also, auf geht's. Wir werden hier Rückegassen anlegen. Für alle 30 Meter eine vom Weg da oben, dann abwärts bis zum Bach. Okay. 3 Meter von der Rückegasse. Ich weiß nicht. Früher gehst du auch ohne Rückegasse. Ja, aber wie? Ich habe mir die Rückeschäden am Revier angesehen. Bitte, der Schlepper ist doch der bitte steil. Das ist schon möglich, aber versuchen sollten wir es. Und wenn nicht, dann bleibt der Schlepper oben stehen und zieht von da mit dem Seil. Übrigens, ich habe gestern schon darauf hingewiesen, dass nur mit kompletter Schutzbekleidung gearbeitet wird. Wo ist der Helm dabei? Jetzt setz dich nur auf. Wenn wir Starkrücks machen. Habt ihr schon mal was von Unfallverhütungsvorschriften gehört? Mein Gott. Auf dem Papier steht viel. Die Leute, die sich das ausdenken, die müssen unter diesen Dingern nicht schwitzen. Ich mache die Arbeit schon seit 10 Jahren hier herum. Und zwar so, wie ich das für richtig halte. Ja. Und das jetzt machen Sie es bitte so, wie ich es für richtig halte. Entweder meine Anweisungen werden befolgt. Oder Sie können sich einen anderen Job suchen. Er hat es nicht so gemeint, Herr Rombach. Toni, der hat halt immer Kopfschmerzen unter dem Helm. Das ist Toni. Das ist Toni. Dein Helm. Rüst ihn auf. Rüst dein Helm auf. Rüst ihn schon auf. Der Rombach schaut auf den. Das ist jetzt angefangen, wo wir fertig waren. Nun kommt er her und will uns erzählen, wie wir die Arbeit zu machen haben. Oder jetzt nicht. Das soll bloß alleine ziehen. Da gibt es noch andere, die gerne hätten, dass er alleine zieht. Aber das muss man anders machen. Wir müssen ihn beobachten. Jeder Mensch macht Fehler, wir auch. Wenn er keine macht, dann müssen wir ihm dabei behilflich sein. Hallo, Chef! Wie geht's? Was gut?
Dazu bestimmen wir die Ableitung.
kommst du denn her? Wo du herkommst? Aus Kübler. Da liegt doch die Sau begraben. Was, woher? In Augsburg. Mach, in der Welt doch geblieben. In Kübler? Da gibt's doch nicht mal eine Disco. Ja, meinst du, ich bin freiwillig hier, oder was? Hätte ich mal was nur Bescheid gesagt, hey. Na, na. Vielleicht können die Herrschaften etwas ruhiger sein. Na, unser Neuer beteiligt sich nicht? Was ist darum, Max? Ich kann das nicht. Die Ableitung von Sinus X haben wir noch nicht gehabt. Ja, da gibt's nichts zu lachen. In einem anderen Fach wird man an seiner diesjährigen Schule vielleicht weiter gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es euch gefallen wird, wenn Rombach dann über euch lag. Macht dir keine Sorgen, Rombach, ist nicht so schlimm. Bisschen Nachhilfe, bisschen Solidarität der neuen Mitschüler. Du bist aufgeholt. Was? 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 Was?